Jo, und willkommen zu einer kleinen weiteren Folge der FIFA 16 Karriere mit VfB Stuttgart. Und ihr seht schon im Hintergrund, wir spielen heute gegen Hoffenheim und das zu Hause. Und Hoffenheim ist auf dem 16. Platz. Aber die Platzierung sah gar nichts aus, denn Leverkusen ist auf dem 15. Und Leverkusen, naja, gegen die kann man auch schon echt schwer was reißen, sagen wir es mal so. Aber die Tore sagen schon eher was aus. Und da ist Hoffenheim momentan der schlechteste Verein mit 10 Toren. Wir der beste Verein in der Abwehr mit 6 Gegentoren. Wird also auf jeden Fall interessant hier auswärts. Und ihr seht es jetzt ja auch schon. Ich habe auch die Aufstellung wieder umgeändert auf ein 4-3-3. Wir waren immer auf hoher Druck. Also jetzt, nachdem das so problematisch wurde bei uns. Deswegen habe ich jetzt mal wieder auf Standard gewechselt. Und ja, vielleicht klappt das so ja mal wieder besser. Ich mache auch hier mal das Gestöber wieder weg auf bewölkt. Und ja, ich denke mal einfach, dass hoher Druck sorgt halt dafür, dass man früh angreift. Ja, das machen wir ja auch oft dann so, also früh verteidigt. Aber ich denke mal einfach, dass wenn wir das von Anfang an drin haben, obwohl wir das vielleicht gar nicht so wollen, sich da ein bisschen so ein paar Probleme dadurch angeeignet haben bei uns, so gesehen. Und wir dadurch dann vielleicht auch so ein bisschen in Probleme kamen und sehr schnell ausgekontert werden konnten, zum Beispiel, weil halt unsere Abwehrspieler viel zu weit vorne standen und dadurch dann schon sehr schnell der Ball weg war. So, Kostic hier aber erstmal. Und wir sind direkt erstmal schön im Angriff hier. Bakambu mit dem Ball auf Kiesna. Ja, das steht. Unsere Stürmer stehen da ein bisschen zu gedeckt, finde ich, als dass das da was wird. Deswegen müssen wir hier jetzt einfach mal versuchen, nach innen zu ziehen und legen den Ball dann zu die David, der den Ball einfach nicht annehmen kann. Und Hector haut hier Vargas um. Schade. Gibt den Freistoß für Hoffenheim. 8. Minute. Hätte besser laufen können. Hätte auf jeden Fall besser laufen können. Aber läuft auch so vielleicht noch ganz gut. Sind hier erst die ersten 9 Minuten. Und bisher gefällt mir dieses Spiel. Also diese erste Aktion war schon ganz gut. Und vielleicht wird es ja noch besser. Also es kann eigentlich nur besser werden. So, Kiesna, täuscht den Ball einmal an. Zieht nach innen, legt den Ball von da aus dann zu Kostic und Kostic kommt auch nicht an den Ball. Oh Mann. So, Kostic holt sich aber nachträglich noch den Ball. Junusovic, Touré mit dem Ball auf Kostic. Und das ist hier ein schön schnelles Spiel. Und Kostic dreht dann nochmal, legt den Ball dann auf Junusovic. Junusovic mit dem Ball auf Bakambu. Bakambu wartet da, bis Hector da kommt. Hector flankt. Und der Ball geht direkt ins Aus. Schade, 15 Minuten gespielt. Zweiter Angriff hier von Stuttgart. Immer noch kein Schuss aufs Tor. Aber wenigstens auf jeden Fall wieder um einiges offensiver als davor. Und Bakambu mit dem Ball, Biktarcic, Kaderabek. Und dafür aber unser Gegner nicht wirklich mit Offensivaktion. Vestergaard hier verliert den Ball. Okay, Ginter, erste Offensivaktion jetzt auch von Hoffenheim. Vestergaard spielt ja für den gesperrten Rüdiger und Kiesner. Kiesner mit dem Ball auf Touré, Touré auf die Davi wieder zurück zu Touré, Touré. Da soll der Ball noch nicht hin. Da oben läuft ein Kostic vollkommen frei und er versucht den Ball einfach auf den Verteidiger zu schießen. Ja, gut, warum auch nicht? Schwegler. Vargas. Na, Schwegler, wieder Vargas. Und, ja, ich hoffe einfach mal, dass das hier jetzt auf jeden Fall um einiges besser wird als die letzten Spiele. Denn das wäre schon ganz gut, wenn wir endlich mal herausfinden, woran es liegt. Weil das können wir uns nicht noch länger hier richtig antun, dass wir hier unsere Spiele gerade so vielleicht gewinnen und dann in der 90. Minute vielleicht ein Tor schießen oder so. Und deswegen, ja, mal sehen. Ich hoffe es einfach mal. Kimmich zu, kickt hier aber nochmal den Ball. Schwegler, Kaderabek. Das Achtelfinale hat ja jetzt auch angefangen hier in der EM. Und da hat Deutschland heute gestern 3 zu 0 gewonnen gegen die Slowakei. Danach Belgien nochmal 4 zu 0 gegen Ungarn. Was meiner Meinung nach ein bisschen zu hoch ausgegangen ist am Ende. Aber ja, zum Ende hin hat dann Ungarn einfach nicht mehr die Kraft gehabt. Und dann kamen halt Hazard und auch die beiden Joker. Batshuayi und ich weiß gar nicht, wer war denn jetzt der
andere Torschütze. Ich weiß es gerade ehrlich gesagt nicht mehr. Ich nehme das gerade hier um 2.30 Uhr auf. Habe jetzt über eine Stunde schon versucht aufzunehmen, aber meine Nase hat andauernd wieder angefangen zu laufen. Oder sonstige Probleme gemacht. Und sie fängt gerade auch schon wieder an, aber das ist jetzt egal. Wir schaffen das irgendwie. Ansonsten gibt es halt ein paar Unterbrechungen. Und deswegen, ich bin da gar nicht mehr jetzt gerade so richtig auf dem Stand vom Kopf, vom Kopf her. Aber irgendwie finden wir das schon noch raus. Wales ja auch weiter gegen Nordirland mit einem 1:0. Frankreich weiter gegen Irland durch ein 2:1. Auch echt knapp gewesen eigentlich. Also klar, am Ende wurde es dann schon relativ eindeutig und eigentlich nur noch Frankreich hat angegriffen. Die Davi hier mit dem ersten Schuss, schade. Aber Irland da sehr früh durch den Elfmeter halt in Führung gegangen. Und das haben die auch über eine Halbzeit gehalten. Also das muss man auch erstmal hinkriegen gegen eine Mannschaft wie Frankreich. Aber die meisten Geheimfavoriten sind halt hier, also so, ja, was heißt Geheimfavoriten? Diese kleineren Vereine, wo man so gedacht hat, so okay, krass. Ne, weil die halt richtig gut gespielt haben, die sind großteils ja schon wieder raus. Wie zum Beispiel Irland oder auch Nordirland, die auch extrem gut gespielt haben. Hier erstmal der Ball an die Latte, schade. Ja, und das wird echt interessant, meiner Meinung nach, noch, wie das denn da im Viertelfinale dann läuft. Morgen spielen dann noch England gegen Island. Nee, spielen die morgen? Heute meine ich. Ich glaube, die spielen heute. Ich weiß gerade. Oh Mann, Leute, wie gesagt. Auf jeden Fall spielt Spanien gegen Italien heute. Und die werden entscheiden. Das wird dann entscheidend sein, wer denn. Ja, die spielen auch morgen heute, ist klar. Das wird dann entscheiden, wer denn gegen Deutschland ran darf. Und hier sieht man auch nochmal ein echt. Mein Gott! Was ist denn jetzt mit meinem Controller hier los? Ein echt, naja, durchwachsenes Spiel gerade. Wir mit einiges mehr Ballbesitz, aber sonst bringt das nicht wirklich was. Und wir sehen uns gleich wieder, wenn es dann in die zweite Hälfte geht. Und ich mache mal kurz meine Nase wieder fit. Okay, Panda, also da sind wir wieder zurück. 14 Sekunden wurden jetzt schon gespielt, weil gerade auf einmal dann was anderes passiert ist. Aber es ist nur der Anschluss passiert, es ist sonst noch gar nichts passiert. Und deswegen starten wir jetzt einfach rein. Und ja, hier seht ihr es, das war alles, was passiert ist. Der Ball wurde dann einfach nach hinten gefasst. Und das war es dann auch. Und ja, gab halt gerade dann nochmal eine kleine Störung. Und die Davi hier erstmal mit dem Ball. Leider nix. Süle, Schmied. Die Davi, sehr schön. Bakambu macht das 1:0. Oh mein Gott. 48. Minute, perfekt, kommt hier der zweite Schuss aufs Tor und der geht dann auch direkt rein. Erstes Tor von Bakambu hier in der Bundesliga dieses Jahr. Und ja, wie gesagt, Italien spielt noch gegen Spanien, England gegen Island. Ich war mir da nicht ganz so sicher, ich habe jetzt extra nochmal nachgeguckt. Und ja, Polen hat ja gegen Schweiz noch gewonnen im Elfmeterschießen, Portugal gegen Kroatien nach 120 Minuten dann noch. Aber das Spiel Portugal gegen Kroatien war echt unglaublich langweilig. Also ich habe mir da ein bisschen mehr von erwartet, gerade nachdem Portugal so 3:3 gegen Ungarn gespielt hatte und es da schon so viele Tore gab und dann auch noch Kroatien ja Spanien rausgeschmissen, besiegt hat und so weiter. Dachte ich schon, dass Kroatien und Portugal da ein bisschen mehr aufs Tor schießen, aber der erste Torschuss kam in der 117. Minute oder 116. Minute. Und das war dann auch, ich glaube, der einzige Torschuss im ganzen Spiel. Der einzige Torschuss im ganzen Spiel und der fällt in der 117. Minute und macht das Tor. Und da denkt man sich dann schon echt so, Gott, wie langweilig war das Spiel denn bitte? Und ich dachte wirklich so, diese Nullnummern, ohne nur mit Ballbesitz und ohne Angriff oder so, hören auf, sobald das Achtelfinale anfängt. Aber da war noch was drin und dadurch ist auch Kroatien draußen, die ja auch sehr als Geheimfavorit dann auf einmal sich entblößt haben, nachdem sie da so gut gespielt haben. Aber ja, das hat auch schon ein Ende.
Junuzovic hier schön auf Bakambu, Bakambu auf die Davi, die Davi, ja, legt den Ball dann nochmal zu Kostic. Und ja, wir müssen jetzt im Viertelfinale, wie gesagt, gegen Italien oder Spanien ran. Wales darf gegen Belgien spielen, Polen gegen Portugal. Und ich bin da auf jeden Fall noch sehr gespannt, was da noch so passiert. England oder Island darf dann gegen Frankreich ran. Mal sehen, wer sich da morgen qualifizieren wird fürs Viertelfinale. Also, oh mein Gott, da ist das 2:0. Was? Ginter macht einfach das 2:0 per Kopfball. Das ist bei uns so selten. Oh mein Gott. Eckball, Tor. Leute, wir sind zurück. Zum einen haben wir schon lange keine 2 Tore mehr gemacht und zum anderen haben wir schon lange nach 65 Minuten keine 2 Tore mehr gehabt, da wir ja bisher fast andauernd dann noch so einen Lucky Punch hatten irgendwie. Und jetzt können wir zumindest schon mal ein bisschen entspannter aufspielen, aber gerade als beste Abwehr müssen wir jetzt auch hinten mal endlich zeigen, dass wir da auch den Namen beste Abwehr verdient haben und nicht wieder ein Gegentor bekommen. Und deswegen ein bisschen Defensivarbeit muss jetzt auch sein. Und Butland hat den Ball, sehr gut. Butland, Kishna, wir gehen mal auf sehr defensiv, weil wir führen halt 2:0, da brauchen wir nicht mehr viel machen. Und Bakambu täuscht den Ball da einmal an, Süle, schade, und Bakambu wird da gefoult, das gibt den Freistoß. Sehr gut, aus einer guten Position. Und vielleicht könnten wir den auch mit Touré direkt versuchen. Mit Touré können wir sowas, glaube ich, direkt versuchen. Touré. Und da ist es 3:0, 70. Minute. Stuttgart ist back. Ich meine, klar, Hoffenheim ist jetzt nicht unbedingt der Gegner, wo man sowas jetzt sehr hochloben sollte. Aber trotzdem, wir führen 3:0. Das ist schon mal wieder ein Erfolgserlebnis. Jetzt klappen sogar die Freistöße wieder. Klar, war jetzt auch nicht unbedingt die beste, die schlechteste Freistoßposition, aber trotzdem. Es ist gerade schon so, als ob alles wieder so ist wie in der letzten Saison. Denn wir haben hier nicht mehr so die Probleme und so weiter, die wir in den letzten Spielen hatten. Die halt wirklich irgendwie, glaube ich, echt dadurch kamen, dass wir auf dieses hohe Druck da einfach gestellt haben. Denn dadurch kam halt auf einmal wirklich hier nichts mehr zustande. Denn hier in der Abwehr, hier, wir stehen auch wieder besser in der Abwehr. Das ist jetzt Butland, der hier gut hält. Sehr gut. 3:0 heißt es weiterhin. Nicht 3:1. Sehr gut. Und Hoffenheim hat jetzt erstmal gewechselt. Wir sollten vielleicht auch mal wechseln. Und Butland faustet da den Ball lieber weg. Hätte den Ball da natürlich auch mal einfach so wegschlagen können. Halten können. Und das war Abseits. Sehr gut. 77. Minute. Wir machen einfach direkt einen Dreierwechsel hier. Da kommt ein Grenier rein. Gaudino kommt rein. Und auch ein Leroy Sané oder Martial. Leroy Sané. Ja, wir brauchen jetzt gerade nicht noch einen Stürmer. Da kann lieber mal der Flügelspieler rein. Martial hätte hier vielleicht auch noch ein Tor machen können, aber das ist jetzt nicht ganz so wichtig, meiner Meinung nach. Lieber ein bisschen mal noch Kostic schon, damit er in den nächsten Spielen auch noch schön laufen kann. Gaudino, Touré, Grenier. Leroy Sané steht da nämlich auch ganz gut, aber Kaderabek kriegt da den Ball von Grenier. Okay, und das ist der Einwurf. 80. Minute. Touré mit dem Einwurf auf Hector. Hector auf Touré. Touré auf Hector eigentlich zurück. Gibt aber den Freistoß lieber. Okay. Nehmen wir auch gerne. Hector mit dem Ball auf Vestergaard. Vestergaard auf Touré. Und es fällt halt noch nicht mal wirklich auf, dass Rüdiger fehlt. Weil halt auch nicht so extrem viel in der Abwehr los ist. Und wenn, dann hat Ginter geklärt. Großteils. Oder halt auch Vestergaard und Bakambu auf Grenier. Grenier nochmal auf Kishna. Und Kishna macht noch das 4:0. 84. Minute. Und jetzt ist das Ergebnis genauso wie gegen Belgien. Eindeutig Belgien gegen Ungarn. Ein bisschen zu hoch. Muss man da schon sagen. Also das ist jetzt nicht mehr unbedingt so. Das spiegelt die Partie nicht wieder. Die Partie spiegelt zwar auch nicht wirklich wieder, dass von Hoffenheim hier wirklich irgendwie eine Gegenwehr kam, weil so richtig kam dann jetzt nichts. Aber es kommt jetzt auch nicht so über, als ob, also ein 4:0 klingt immer so, als ob wir den Gegner zerstört hätten, aber so ist das ja nicht. Wir haben hier selber sehr schwer spielen müssen und jetzt in der zweiten Hälfte kam dann so langsam alles. Und ja gut, jetzt aber noch ein fünftes und das wäre wirklich viel zu übertrieben. Leroy Sané jetzt aber mit dem Ball auf Hector, Hector auf Sané und dann ist der Ball im Aus. 90. Minute.
Und ich denke mal, der wird auch nicht lange nachspielen lassen hier. 3 Minuten Nachspielzeit gibt es noch. Okay, so viel dazu. Und Toljan auf Kishna. Sehr schön. Und Kishna verliert den Ball. Schade. Okay. Vargas. Us und Toljan. Einwurf für Kishna. Und der legt den Ball dann erstmal auf Korb. Korb auf Gaudino. Gaudino auf Touré. Und Touré mit dem Ball weiter auf Bakambu, ja, Bakambu legt den Ball auf Leroy Sané. Und Leroy Sané zieht nochmal nach innen. Ja, Leroy Sané verliert den Ball dagegen Schwegler nochmal. Und dann war es das auch. 4:0 nach 90 Minuten. Und ja, das war auf jeden Fall am Ende noch ein echt gutes Spiel. 56% Ballbesitz haben wir trotzdem noch am Ende gehabt. Also Ballbesitz hat auch gestimmt. Hoffenheim am Ende mit 2 Schüssen, davon 2 aufs Tor. Wir mit 6 und davon 5 aufs Tor. Kann man nicht drüber meckern, aber Hoffenheim hat ja auch wirklich gezeigt, dass die schlechteste Offensive ist. Und ja, schwere Abgelaufen von Rüdiger, sehr schön. Warum war Rüdiger jetzt eigentlich nochmal gesperrt? Ich weiß es gerade halt echt nicht mehr, ob er jetzt wegen zu vieler gelber Karten. Ich war jetzt mir nicht mehr sicher, ob wegen zu vieler gelber Karten oder ob er eine glatt rote bekommen hatte. Das war irgendwie nicht mehr so drin in meinem Kopf und deswegen, naja. So, auf jeden Fall ist unsere Mannschaft gerade wieder sehr unfit und wir trainieren noch mal ein bisschen hier ein bisschen die Abschlüsse, dass dann noch mal ein bisschen mehr alle geht. Coman, Stellungsspiel Abschluss verbessert, Broberg Abschluss verbessert, perfekt. Martial auch bald, beides noch mal verbessert. Und dann sollte das schon alles klappen hier gegen Fenerbahce im nächsten Part. Die sind ja auf dem 2. Platz, also das wird ein bisschen schwieriger, würde ich sagen. Aber das werden wir dann sehen. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über eine positive Bewertung freuen. Und schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wie ihr denkt, wer weiterkommt noch und wer im Finale dann noch spielen wird. Und ja, vielleicht auch, wer im Finale spielen wird. Vielleicht auch, wer Europameister wird, laut euch. Und damit dann einfach bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao. Euer Mr. Panda.